So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 6.12.2021. Es ist Montag, es ist Nikolaus und der Nikolaus hat uns ein bisschen Volatilität mitgebracht. Tatsächlich einiges an Vola letzte Woche in den Wochenschluss zu sehen bekommen. Der ein oder andere hat es vielleicht auch übers Wochenende mitbekommen. Massive Schwankungen im Kryptobereich, Ethereum, beispielsweise Bitcoin ganz besonders, mit einem richtigen Ausverkauf, den man zu sehen bekommen hat. Sorgen oder Sorgen, Fragen, die aufkommen, so ein wenig, wo kommt die Vola her? Also der ein oder andere, der wird eventuell sagen, naja, wahrscheinlich, vielleicht, am ehesten irgendwelche Zwangsliquidationen, Margin Calls, die vielleicht bedient werden sollen, beziehungsweise Marktteilnehmer, also besonders Retail Trader an der Stelle. Infolge der jüngsten Abschläge, besonders im Growth-Bereich, also viele Wachstumstitel, auch besonders der ARK Innovation ETF zum Beispiel von Cathie Wood, massiv unter Druck geraten. Da sind ja, einige an Abschlägen schon in den letzten Tagen, die sich abgezeichnet hatten. Und die beschleunigten sich noch einmal in den Wochenschluss hinein. Sorge im Hinblick auf anziehende Inflation, die durchschlägt eben auf den Wachstumssektor ganz besonders, infolge eben der Sorge anziehender Zinsen, beziehungsweise sowieso Kapitalabflüsse aus den Wachstumssegmenten zurück, sogenannte Rotation von Growth in Value beispielsweise, wo dann sowieso Underperformer eher unter Druck geraten, aber auch starke Growth-Titel wie beispielsweise Tesla in dem Bereich bis 1000 Dollar verkauft worden. Ja, und dann kommt der Gedanke auf, dass das vielleicht entsprechende Zwangsliquidationen, Margin Calls dann auch im Kryptobereich nach sich zieht. Denn diesejenigen, welche Marktteilnehmer, die gehen dann eben eventuell an ihr, ich nenne es mal als Kryptoportfolio, realisieren dort einige Gewinne, sorgen für Abgabedruck, der sich eben beschleunigt und besonders dann diejenigen, welchen, die vielleicht sogar stark überhebelt sich hier positioniert haben, eben betrifft. Und dann kommt es zu einer Kaskade von Verkäufen, die dann in solch einer derartigen massiven Volatilität sich im Kryptobereich widerspiegeln, wie es eben da stattgefunden hat. Bis jetzt konnten wir uns ein bisschen von diesen Abschlägen erholen, aber es ist noch nicht gesagt, dass es das auf der Unterseite war. Also da ist durchaus noch die Möglichkeit zu einem Flashout, auch wenn ich insgesamt weiter für das übergeordnete Bild bullish bin. Wir müssen dann ein bisschen schauen, es gibt noch andere, also besonders diejenigen, welchen Titel, die auch im S&P dann wiederum im US-amerikanischen Aktienmarkt die aktuellen Notierungen hochhalten. Da muss man auch so ein bisschen schauen, ob da nicht vielleicht ein bisschen ungemacht droht, ganz besonders vor dem Hintergrund zum Beispiel, dass einer dieser Fangmähen-Titel, die dort eine ganz, ganz solide Performance, neben Apple beispielsweise auch in der Vergangenheit gezeigt haben, nämlich Nvidia, eventuell jetzt auch vor einem stärkeren Pull-in oder schärferen Abschlägen eben steht. Da zeichnet sich nämlich ab, dass der sogenannte ARM-Deal nicht durchgeht, weil diverse Regulatoren hier Zweifel angemeldet haben. Auch auf denen wollen wir einen Blick werfen. Diese Aktie aktuell schon in der Vorbörse unter Druck, wahrscheinlich infolge dieser News, potenziell heute heiß. Doku gucken wir uns natürlich an. DocuSign hat einen richtigen Ausverkauf gesehen. Am Freitag hat sich fast halbiert der Aktienkurs, nachdem eben sich herausgestellt hat, dass die Marktteilnehmer realisierten, dass man Verträge auch klassisch unterzeichnen kann mit Papier und Stift. Aber gut, Ketzerei am Rande. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir einiges an Themen auf jeden Fall haben, die wir beleuchten wollen. Und ja, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einer kann gegen einen wirken, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Macht man sich zunächst mit dem vertraut und entscheidet dann, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sollte man dann eben für sich diesen Entschluss fassen, nachdem man eine Demo kostenlos und risikofrei besonders getestet hat, dass der Handel sich für einen eignet, dann ist der Weg zum Live-Konto ebenfalls schnell gemacht. Weitere Informationen, der vollständige Risikohinweis, aber auch die komplette Produktpalette mit den entsprechenden Risiken, die der Handel beinhaltet, findet ihr auf markets.com/de. Gerne auch eine E-Mail an die Elena senden. Für weitere Fragen auch über die hinausgehende Produktpalette von Markets, beispielsweise physische Aktien, ETFs und so weiter und so fort. Stehe euch gerne jederzeit zur Verfügung, wenn es Fragen rund um die Märkte gibt. Nutzt gerne die Möglichkeit hier während des Live-Events, des Streams, die Fragen in der Chatbox zu stellen. Stellt gerne, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, die Fragen unterhalb des Videos. Kommt gerne zu mir auf die Webseite jk-trading.com ins Forum. Da gibt es jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo ihr euch mit mir und auch anderen Trading-Begeisterten austauschen könnt. Die Discord-Community, besonders im Hinblick auf die US-Equities, für mich ganz relevant, aber auch für andere Assets natürlich gerne auch eine Anlaufstelle, wo ihr euch austauschen könnt, miteinander, untereinander und Fragen stellen könnt. Und was noch? Wartet, wartet, wartet. Twitter. Ja, Twitter ist auch eine gute Idee. Beziehungsweise schickt mir auch gerne eine E-Mail. Und so, dann switchen wir einmal hier rüber zum DAX und werfen einen Blick auf diesen. Ich räume ganz kurz einmal hier ein bisschen auf. Und Moment, jetzt stelle ich gerade fest. Hier muss ich natürlich noch guten Morgen wünschen. Und hier muss ich mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Das wäre gar nicht so schlecht. So,
Also, aktuell, so, DAX rollt wieder so ein bisschen über, schafft es nicht, die 15.3 zurückzuerobern. Das ist noch nicht dramatisch, aber es wird ein bisschen Zeit, ehrlich gesagt. Wir wollen auf jeden Fall, bevor wir hier unter die 15.2 rutschen, also aktuell sehen wir eine Konsolidierung hier auf der Stundenbasis, wir wollen möglichst oberhalb von 15.200 Punkten eben handeln und dann früher oder später den Break über diese Trendlinie. Ich wurde heute früh bei Twitter übrigens gefragt, wie meine Einschätzung diesbezüglich ist, ob wir in diesem Zusammenhang, beziehungsweise nicht wie meine Einschätzung ist, sondern wo die Trendlinie, welche ich davon, der ich schrieb, wo diese herkommt. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Da schrieb ich nämlich DAX hier Open Range zwischen 15.258 und 3.31, Intraday Vorteil oberhalb des EMA 50. Long übergeordnet 15.400er Region, Trendlinie auf H1 im Fokus. Und diese, oh hoppala, ja, so kann man es auch machen, das ist noch ein bisschen größer. Und diese Trendlinie, die wir hier zu sehen bekommen, okay, so, diese Trendlinie, die wir eben hier zu sehen bekommen, das ist genau diese auf H1, von der ich da schrieb und wo man eben auch sehen kann, die korrespondiert aktuell eben auf der Oberseite auch mit dieser Widerstandsregion um 15,4. Also das heißt auch dieser horizontalen Linie, so eine Art Kreuzwiderstand vielleicht, mit dessen Bruch oder deren Bruch wir dann entsprechend eben zügig vielleicht Richtung 15,6 weiterlaufen. Das gilt zumindest so lange, wir uns hier oberhalb der 15,2 halten können. Also wir hatten machen wir das mal groß, wir hatten am Freitag ein recht aggressiven Drop dann nochmal über die US-Equities, wo dann stärkerer Abgabedruck sich im S&P gezeigt hat, der dann überschwappte, auch auf den DAX an dieser Stelle. Was mich übrigens überraschte, also wir werden gleich natürlich auch noch einen Blick werfen auf die NFPs, Non-Farm Payrolls. Ich hatte im Hinblick auf die Non-Farm Payrolls ja schon am Freitag relativ skeptisch mich geäußert und hatte gesagt, naja, die ADPs waren zwar solide, ist eine eigentlich solide Indikation, aber seitdem wir diese Ungereimtheiten post-Corona hier zu sehen bekommen haben, vertraue ich den Zahlen nicht mehr, beziehungsweise gehe besonders im Gesamtkontext eher davon aus, dass man die Zahlen potenziell vielleicht schwächer veröffentlicht, Querstrich nach unten manipulieren könnte. Also zumindest das vielleicht anstrebt in Folge der hawkischen Kommentare wiederum von Powell letzte Woche vom US-Kongress, wo er ja den Inflationsdruck, der sich kontinuierlich aufbaut, natürlich zum Thema machte. Und in diesem Zusammenhang dann eben darauf hinwies, dass man auf den kommenden FED-Sitzungen eben einen restriktiven geldpolitischen Kurs anstreben könnte. Das hat einiges an Wohler schon nach sich gezogen. Ich will das mal ganz kurz hier nochmal ins Gedächtnis rufen. Also das war letzte Woche am 30. ganz besonders, ne? Moment, hier war es. Da gab es plötzlich, das war die Omikron-Variante. Moment, ich gucke mal ganz kurz, dass ich es hinbekomme. Genau, Omikron und Co. Genau. Also das fing alles an hier mit den schärferen Abschlägen schon bereits am 26. vorm Wochenende, scharfe Gegenbewegung und dergleichen. Dann haben wir uns einigermaßen stabil präsentiert in Bezug auf diese initialen Abschläge, was sich übers Wochenende herauskristallisiert. Na, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm. Und so weiter und so weiter. Das kristallisiert sich immer mehr heraus. Aber nichtsdestotrotz, initial war halt eine ganze Menge Unsicherheit. Dann kam am Dienstagmorgen, und da kam hier besonders der Abgabedruck, den wir dem CEO von Moderna vielleicht zuschreiben sollten, nämlich dem Herrn Barnsell, der dann in dem Zusammenhang davon sprach, dass vielleicht die aktuell verfügbaren Impfstoffe nicht in der Lage wären, eben diese Omikron-Variante einzufangen, einzudämmen, wie auch immer. Die Frage, die sich so ein bisschen stellt mittlerweile, ausgehend von den immer sich ja deutlicher herauskristallisierenden Zeichen, ist ja, ob das überhaupt nötig ist, tatsächlich hier einen Impfstoff zu haben oder ob das nicht vielleicht infolge der aktuellen Entwicklung jetzt der erste Schritt ist, dass Corona dann in der Form beginnt, sich ähnlich abzuschwächen oder einen ähnlichen Verlauf eines Virus eben einnimmt, wie beispielsweise die spanische Grippe auch in diesem Zusammenhang. Also ich bin kein Experte auf dem Gebiet, also das ist mindestens so das, was so mitschwingt. Das ist natürlich nicht das, was die Politik gerne sehen möchte vor dem Hintergrund der immer dramatischeren und totalitäreren Strukturen, die offensichtlich vorangetrieben werden, die etabliert werden wollen und wie man dann zum Beispiel Impfpflichten durchsetzen möchte und dergleichen. Demnach ist da so ein leichter Widerspruch, aber das, was man eben von Ärzten, sag ich mal, oder beziehungsweise Virologen und dergleichen, was man eben von denen vernimmt, ist das eher
eher in Richtung harmlos gehend. Also ausgehend von den aktuell bis dato jemals eingekommenen Zahlen oder das, was man eben an Verläufen als Basis, um eine Idee zu bekommen, wie sich ein solche Infektion mit dieser Variante eben dann darstellt. Gut. Darum soll es aber gar nicht gehen. Also, wie gesagt, wir sehen diesen Flushout und dann kam eben hier plötzlich, in Anführungsstrichen, überraschenderweise, weil sich bereits am Montagabend Jay Powell noch geäußert hatte, dass eben die Omikron-Variante auch für die US-Wirtschaft entsprechend ein Risiko darstellt und so weiter und infolgedessen auch geldpolitischer Stimulus notwendig sei. Das hat auch entsprechende Entwicklungen auf den Zinsmarkt gehabt. Wir hatten das hier im Morning-Meeting zum Thema gemacht. Ja, und plötzlich am Dienstagabend, in Anführungsstrichen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, da hieß es plötzlich, ja, man wird auf den kommenden Fed-Sitzungen eben tatsächlich auch diskutieren, inwiefern man dort aggressiver als zuvor entsprechend tapert. Und ich hatte ja schon dann am Mittwoch wiederum gesagt, ich kann da irgendwie nichts mit anfangen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fed eben hier wirklich willens ist, vor dem Hintergrund auch der Historie, jetzt dem Inflationsdruck durch einen zutiefst restriktiven geldpolitischen Kurs entgegenzutreten, weil das nämlich das Risiko birgt, dass es zu einem großen Knall kommt, den man eventuell auch seitens der Politik, also nicht nur seitens der Notenbanker an der Stelle, sondern auch seitens der Politik vermeiden möchte, weil das nämlich nochmal ein zusätzlicher Brandherd wäre, der sich ergibt neben den auch gesellschaftlichen Spannungen, die sich ja auch in den USA beispielsweise zeigen. Und das war dann auch etwas, was sich wiederum im Markt hier wieder gespiegelt hat. Aber so wirklich von dieser Sorge, dass die Fed da vielleicht ernst machen könnte, so wirklich von dieser Sorge hat sich der Markt dann nicht mehr erholt. Also wir blicken jetzt hier auf den DAX, der sich erstaunlich stabil in diesem Kontext eben präsentierte. In Bezug auf den S&P ganz besonders aber hier war es so, dass wir haben eigentlich die gesamte Woche uns sehr schwach präsentiert. Also hier oben ist es die Stunde. Ich nehme auch die mal raus, übrigens die Trendlinie. So. Also, wir hatten über die gesamte Woche eigentlich Abgabedruck. Hier kam Omikron auf und so weiter. Dann der Abgabedruck, besonders nochmal eine Beschleunigung. Letzte Woche am Mittwoch dann auf der Unterseite. Und auch am Freitag haben wir uns relativ schwach präsentiert. Und dann sagte ich ja, also meine Vermutung ging in die Richtung, dass ich sagte, naja, vielleicht kann man erwarten, dass die Non-Farm Payroll schwach veröffentlicht werden. Ich will nicht unterstellen, dass es eine Manipulation oder dergleichen ist, aber also das schwingt so ein bisschen mit. Also so wirklich vertrauen tue ich diesen Zahlen nicht mehr, nachdem sich da herauskristallisiert hat, dass die im Grunde genommen eigentlich ins Blaue hineingeraten zu haben scheinen. Damals im Hinblick auf die Corona-Hilfen, derer sich dann entsprechend eben zum Unternehmen bedient haben. Infolgedessen aber beispielsweise Leute weiter auf ihrer Payroll haben mussten, um sich für diese Quali zu qualifizieren und so weiter und die am Ende aber gar nicht wirklich dort angestellt waren, beziehungsweise immer so die ein bisschen mitschwang, sind das überhaupt reale Jobs, die dort in irgendeiner Form oder die Aussicht, dass diese Situation sich wieder normalisiert und die nachdem diese Hilfen auslaufen, nicht eventuell dann erst recht gefeuert werden. Also lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall, das ist immer so ein bisschen mit Skepsis meinerseits jedenfalls belegt, wenn diese Zahlen jetzt veröffentlicht werden und in der Tat sind sie dann schwach veröffentlicht worden. Vielleicht ist es auch wirklich real schwach veröffentlicht worden, aber was ausblieb, war, dass wir eine bullische, nachhaltig bullische Reaktion zu sehen bekommen haben. Also der Datensatz wurde veröffentlicht hier um 14.30 Uhr. Wenn wir uns jetzt mal, also das ist jetzt der S&P 500 auf 5-Minuten-Basis, wenn wir uns mal die Kerze anschauen, die passt relativ gut zu dem, was ich sagte. Also wir sehen, wir starten bei 4.585, werden im Hoch gehandelt bei 4.601, also das heißt, haben hier 15, 16 Punkte Aufschläge gesehen und konnten uns dann auch bis kurz zur Eröffnung wirklich höher hangeln, also in dem Bereich um und oberhalb von 4.600 Punkten eröffnen. Und der Grund für diese Bullishness war, dass schlechte Zahlen oder schlechte News an der Stelle gut sind für Equities, weil sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eben nicht eine intensive Diskussion rund um dann einen aggressiver als jetzt verkündeten Taper seitens der Fed geben wird. Und demnach war eigentlich auch alles in bester Ordnung, in Anführungsstrichen. Also sah eher danach aus, als wenn wir deutlich oberhalb von 4.600 Punkten wahrscheinlich dann die Handelswoche beenden. Ja, und dann kam wieder starker Abgabedruck, der sich eben offenbarte und der auch bis in den Abend hinein anhielt. Also wir haben uns wirklich auf die letzten Meter dann noch ein bisschen erholen können. Hier, nachdem wir im Tief gehandelt worden sind, deutlich unter, ist ein bisschen übertrieben, aber im Bereich um 4.500 Punkte. Also wir starten um 4.6. Das sind 100 Punkte Abschlag. Also das heißt, wir reden hier von einer Größenordnung 2% und mehr, die wir eben Abgabedruck eben sehen, konnten uns in den Abend hinein etwas stabilisieren und Haupttreiber hier waren mit Sicherheit dann auch Abschläge wiederum bei sogenannten Wachstumstiteln. Beispielsweise DocuSign. Doku hat
Ja, sehr, also schwache Earnings veröffentlicht, beziehungsweise es waren eigentlich solide Earnings, aber es war eine sehr schwache Guidance. Also fügte sich ein in dieses Bild, was wir mit Blick auf Zoom skizziert hatten, fügte sich ein in das Bild Peloton beispielsweise. Und also Zoom, wir erinnern uns dran, hier hatten wir Earnings zu sehen bekommen, das war, oh, ziehen wir es mal ein bisschen raus, hatten hier Earnings zu sehen bekommen, das war vom 22. auf den 23. Von diesen haben wir uns nie erholen können. Also es gab mal einen Bounce, aber jetzt haben wir sogar tiefere Tiefs markiert und deutlich unterhalb von 100, Entschuldigung, von 200 US-Dollar die Aktie geschlossen. Peloton ähnlich, also ähnlich, beziehungsweise hat auch dramatische Abschläge hier gesehen, richtigen Ausverkauf, hat sich von diesen auch nie erholen können, sondern robbt sich weiter, wird weiter abgestoßen. Also das heißt, die Aktie will auch keiner mehr wirklich im Portfolio haben, also jedenfalls nicht der Growth Manager, obwohl das eigentlich sehr solide Titel mit sehr soliden Fundamentals sind. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ich hatte das ja schon letzte Woche gesagt, wenn ich jetzt ein Growth-Portfolio aufbauen müsste und die Frage würde sich jetzt stellen, wer von diesen sogenannten Beaten-Down-Names, also diesen massiv ausverkauf gesehenen Wachstumstiteln, ist in 12 Monaten von heute potenziell fester, dann würde meine Wahl, ausgehend von den Fundamentals, so wie sie sich die Situation darstellt, würde die mit Sicherheit auf so Titel fallen wie beispielsweise Peloton, wie beispielsweise Roku auch, da haben wir jetzt nichts zum Thema gemacht, aber auch beispielsweise hier Zoom. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die in einem Jahr von jetzt fester notieren. Derzeit sehen die aber alles andere als Nachfrage, sondern sehen eben tatsächlich massive Abschläge durch diese Reduktion der Guidance und die sogenannte Deceleration in ihrem Wachstumsausblick. Also solche Titel, die leben von den Wachstumsausblicken. Also das heißt, da sind, wenn wir jetzt beispielsweise mal hier auf Finwiz gehen, dann nehmen wir mal Piton einfach als Beispiel, also Peloton. Das Unternehmen ist nicht profitabel, also das verliert Geld, ja? Und das lebt von dem Ausblick, dass sich langfristig eben hier diese Aufschläge, diese Vorschusslorbeeren in Anführungsstrichen, die man zum Beispiel hier gesehen hat, also die Aktie, die hat sich ja beispielsweise von den Niveaus hier, das sind die Corona-Tiefs um 18 Dollar, hat sich die Aktie nahezu fast verzehnfacht. Und das innerhalb eines Zeitfensters von einem halben Jahr. Also wir reden hier von März, April 2020, das ist ein Wochenchart. Und jetzt sind wir im Hoch gehandelt worden. Das war hier Anfang des Jahres 2020, Januar, Februar, handeln wir bei 167 Dollar die Aktie. Ja, also das ist eine nahezu Verzehnfachung und das trotz des Umstandes, dass die Aktie, also das Unternehmen, keinen Gewinn macht, keinen Profit abwirft. Das heißt also, es ist eben entsprechend der sogenannte Discounted Cashflow, der da eine Rolle spielt. Also das heißt, man antizipiert hier, dass das Unternehmen früher oder später sehr starkes nicht nur Wachstum sehen wird, sondern eben auch hochprofitabel sein wird in dem jeweiligen Bereich und eben nimmt das entsprechend vorweg. Dann sieht man einen entsprechenden Frontrun, in Anführungsstrichen, also einen nahezu vertikalen Kursanstieg und dann eine Konsolidierung, bis sich dann eben entsprechend die Fundamentals annähern an das entsprechende Kursniveau und die daraus resultierende Marktkapitalisierung, nur um dann das nächste Leg abzusehen. Also das ist das klassische Phänomen, so wie wir es beispielsweise ja bei Tesla zu sehen bekommen. Also das ist ja der Klassiker in dem Zusammenhang, mittlerweile profitables Unternehmen. Ja, auch hier ein Riesenrun gesehen. Gucken, weekly, monthly vielleicht an der Stelle. Ja, sieht man natürlich nicht so gut, aber auch hier, also eine relativ lange Konsolidierung, relativ ahead of itself gelaufen und dann konnte man ausgehend von den einkommenden Quartalszahlen, das hatte ich ja dann letzten Monate immer wieder zum Thema gemacht, durchaus erwarten, dass diese eben entsprechend hier früher oder später so ein Pick-up sehen und sich an dieses Kursniveau heran eben heranrobben, ja, und dass dann die nächsten Wachstumszahlen oder beziehungsweise die nächsten Ausblicke auf eben weiteres Wachstum dazu führen, dass es dann zu dem nächsten Leg-up kommt und dass der Kurs wieder vorwegläuft an dieser Stelle mit einem Kursziel im Bereich um 1500 Dollar die Aktie beispielsweise. Zwischenzeitlich haben wir hier sogar einen Split gesehen von 5 zu 1, das muss man ja auch mal berücksichtigen, das ist im August gewesen. Aber grundsätzlich, also zurückkommt eben zu dem übergeordneten Bild für Growth-Titel, das ist das klassische Phänomen, so wie Growth-Titel, also vielversprechende Wachstumstitel einfach laufen. Und im Hinblick jetzt auf Piton, Zoom, Roku und dergleichen sind die eben so weit, oh Verzeihung,
sind die so weit von eben diesen Fundamentals weggelaufen, beziehungsweise sehen jetzt bereits durch sich das eintrübende wirtschaftliche Bild, anziehende Inflation, ein Drop in den Gewinnmargen und so weiter, sehen die eben eine Entschleunigung, die haben weiter einen soliden Wachstumsausblick, aber eine Entschleunigung, die natürlich dann bei sogenannten Momentum-Hedgefonds, also Leuten, die auf Wachstum und Momentum in diesem Zusammenhang, was die Aktien dann aufnimmt, eben spekulieren, Enttäuschung nach sich zieht und die stoßen diese Titel eben ab. Und einer dieser Titel ist eben Doku an der Stelle. Also DocuSign mit ebenfalls einer deutlichen Entschleunigung dieses Wachstumsausblickes. Und ja, naja, also wir haben nicht nur mit einem massiven Gap-Down aufgemacht von 30%, sondern wir haben auch im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Und wenn wir uns dann im Post eben jetzt der Entschleunigung bei Wachstumszielen wie Zoom oder beispielsweise Peloton und eben deren Nicht-Bounce, den sie abzeichnen, eben wenn wir uns dann in dem Zusammenhang eben hier das Bild anschauen und dann eine Parallele ziehen zu dem, was DocuSign in Aussicht stellt, muss ich sagen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auf der Unterseite noch nicht fertig sind. Das wird auch unterstrichen durch etwas anderes, wenn wir nämlich hier Doku mal eingeben. Und weswegen man da sehr vorsichtig sein sollte. Also wir sind natürlich sehr weit überdehnt auf der Unterseite. Ne? Das sollte man jetzt an der Stelle natürlich nicht unterschätzen. Und CAV-technisch ist es mit Sicherheit eher unattraktiv, jetzt entsprechend eben hier abzustoßen. Aber die Aktie hat eine unfassbar hohe Institutional Ownership. Also viele institutionelle Marktteilnehmer, 78,3%, die eben diesen Titel im Portfolio haben. Und die sehen jetzt eine plötzliche Entschleunigung. Und es sieht eher danach aus, als wenn dieses Unternehmen über kurz oder lang eher sich solide, zwar wachstumstechnisch präsentiert, aber nicht mehr so, dass es diese Bewertungsniveaus rechtfertigt, um es mal anders zusammenzufassen. Wir sehen hier eine Marktkapitalisierung von 46 Milliarden US-Dollar an dieser Stelle. Also für ein Unternehmen, was jetzt mal grob gesprochen nichts anderes macht, als online die Möglichkeit, Verträge zu unterzeichnen. Das geht auch mit Papier und Stift. Also ich will nicht der disruptiven Idee dahinter vielleicht entgegenstehen. Und das ist auch ein großer Titel innerhalb des ARK Innovation Portfolios von Katie Wood. ARK Innovation Doku. So, da kann man das hier sehen. Das sind die Holdings, die hier raus sich zeichnen. Und da sehen wir Teladoc beispielsweise auch massiven Abschläge gesehen. Das ist Remote Arztdienstleistungen, so möchte ich das mal nennen. Roku, Zoom spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Coinbase natürlich im Kryptobereich spielt eine ganz große Rolle. Und wir sehen auch wenn sie jetzt keine Riesenexposure hat, wo haben wir es da unten? Doku. Aber nichtsdestotrotz, Doku ist dennoch ein Teil des Portfolios. Gewicht von 1,36 und Katie Wood hat auch wohl am vergangenen Freitag nachgeladen. Ich weiß nicht, wie viele Aktien gekauft worden sein sollen, aber soll ihre Positionierung hier wohl hochgefahren haben. Hat viele von eben genau diesen Wachstumstiteln im Portfolio, die eben jetzt eine entsprechende, Anpassung sehen, also beziehungsweise eine Reduktion ihrer Wachstumsaussichten. Nicht, dass sie nicht gegeben werden, aber nichtsdestotrotz sind halt schon sehr, sehr stark gelaufen. Und wenn ich mir den ARK eben an der Stelle anschaue, dann baut der Fuß der eben größtenteils eine Performance genau auf dieser Entwicklung und sieht natürlich jetzt in diesem Entschleunigungsprozess massive Abschläge. Bis jetzt sind die Abschläge noch moderat. Also wenn man sich mal anschaut, wie der ETF, als wir das Jahr begonnen haben, ich gucke mal ganz kurz, das war hier 126. Also das heißt, roundabout sind wir 25% für das Jahr 2021 aktuell unter Wasser, was noch im Rahmen ist. Aber man muss sich eben auch vor Augen führen, wenn wir uns hier diese Holdings-Data vom 6.12. eben anschauen, die ganz offen einsehbar sind, also 100% transparent an der Stelle. Ein Großteil hier der Exposure von 10% findet sich in Tesla. Und wenn wir Tesla uns eben anschauen, Tesla hat für das Jahr bis dahin jedenfalls eine sehr gute Performance gesehen. Also Tesla startete das Jahr hier im Bereich um rund $750, also notiert für das Jahr wieder knapp 50% tatsächlich im Plus. Wenn wir Tesla mal rausrechnen, ich glaube, dann wäre hier bei ARK würde schon langsam das Licht ausgehen, weil solch eine Underperformance an der Stelle auch langfristig, 30% und größere Abschläge, ausgehend auch von vielen illiquiden Titeln, das muss man auch an der Stelle sagen. Also das heißt jetzt nicht, dass der Tesla ist relativ stark tradebar oder handelbar, aber zum Beispiel, wenn ich mal eine Intellia nehme hier zum Beispiel, ja, eine Intellia, die hat ein durchschnittliches Handelsvolumen
von etwa 1 Million Stücke. Weniger sogar. Durchschnittliches Volumen von 740.000 Stücke. 740.000 Stücke aktuell. Shares Float sind 67 Millionen. Ja, und ARK. ARK hält an diesem Titel eben hier, da Shares, da kann man sehen, 4,855 Millionen. Also 4,855 Millionen des verfügbaren Floats. Das sind mehr als 5%. Die ARK an dieser Stelle eben innerhalb des Portfolios liegt und massiv Schwierigkeiten sehen dürfte, ohne einen richtigen Sellout hier in der Aktie nach sich zu ziehen, die übrigens gerade sich aufmacht, dieses Gap zu schließen. Also da ist durchaus auch noch Abgabepotenzial eben zu sehen. Das ist eine unglaublich brisante Konstellation. Jetzt wird man sich fragen, okay, warum mache ich das zum Thema? Was hat das mit dem übergeordneten Markt zu tun? Das, was es auch schon vor tatsächlich gut einem halben Jahr als Thema war. Es ist unglaublich viel heißes Geld in diesen ETF geflossen. Also der ARK Innovation ETF an dieser Stelle, der ist einer der größten aktiv, oder der größte, glaube ich, sogar ausgehend von den Asset Under Management ETFs, die an der Street verfügbar sind. Und da ist unglaublich viel heißes Geld reingeflossen von vielen, vielen, vielen Privatanlegern. Und die sehen jetzt nicht nur anziehende Inflation und sich eintrüben infolgedessen Gewinnmargen eben, die sich eintrüben oder beziehungsweise die vielleicht nie vorhanden waren und wo jetzt erstmal auch wieder ein entsprechender Bias sich etablieren muss, dass die Wachstumsaussichten und Fantasien wieder seitens der Marktteilnehmer dann zu einer Nachfrage in diesen Aktien führen, sondern ergänzend dazu sehen die eben auch zum Beispiel ihre Lebenshaltungskosten steigen. Das heißt also etwas anders formuliert, eventuell müssen die sogar liquidieren, weil sie einfach sagen, naja, ich habe das zwar hier investiert, aber aktuell sehe ich eben keine weitere bullische Performance, also liquidiere ich die Position, um meine Lebenshaltungskosten eben zu zahlen. Das ist so ein selbst oder sich kontinuierlich beschleunigender Prozess an dieser Stelle, der eben weiteres Abgabepotenzial durch Kapitalabflüsse und entsprechende Reduktion dann hier innerhalb auch von ARK nach sich zieht, der eben einen großen Stil in diesen Titeln investiert hat. So, und das bedeutet, sehr, sehr einfach gesprochen, wir haben einfach ein unglaublich brisantes Umfeld, weil wenn sich dieser Prozess kontinuierlich weiter beschleunigt und dieser Abgabedruck dann im Tech-Bereich zeigt, dann wird das auch auf dem breiten Markt insgesamt sich widerspiegeln. Und das wiederum sorgt dafür, dass man hier durchaus auch ein skeptisches Bild für US-Equity skizzieren kann, auch wenn man sicherlich sagen kann, naja, schauen wir doch mal, also das ist jetzt der DAX an der Stelle, schauen wir doch mal, ob wir dann nicht hier eben entsprechend diese Trendlinie brechen können. Wir sind jetzt unter die 15.2 gerutscht unter, übrigens. Das ist nicht günstig, weil das offenbart Potenzial nochmal in Richtung der 15.000er Region. Aber das könnte dann eben auch auf dem breiten Markt beginnen, sich niederzuschlagen. Nicht, dass wir dadurch irgendwie jetzt im Hinblick beispielsweise auf den Nasdaq das übergeordnete Bild ganz deutlich eingetrübt sehen. Da hat sich weiter nichts irgendwie als dramatisch, oder stellt sich nicht als dramatisch dar. Wir haben weiterhin einen Aufwärtstrendkanal. Wir handeln deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie im Nasdaq. Also es gibt keinen Grund hier in irgendeiner Form den großen Crash zu sehen. Das ist noch nicht mal meiner Einschätzung nach ein Sturm im Wasserglas. Aber es könnte durchaus noch ein Sturm werden, wenn nämlich dann anfängt, durch diese illiquiden Titel und Zwangsliquidation und dergleichen entsprechend eben sich das auf dem breiten Markt niederzuschlagen eben. Und in dem Kontext sei eben dann beispielsweise auch darauf verwiesen, und genau da ist nämlich das Problem, was ich auch schon seit langer Zeit zum Thema mache, das Problem ist, dass die Performance im beispielsweise S&P oder auch im Nasdaq auf wenigen großen marktkapitalisierungstechnisch großen Titeln eben fußt, also besonders durch den Fangman-Komplex zum Beispiel gehalten wird. Und bis jetzt haben sich Apple beispielsweise oder auch Nvidia diesem Abgabedruck entziehen können, haben sich recht stabil präsentiert. Aber sobald eben hier sich beginnt, dann auch dort Abgabedruck zu zeigen, kann das dann eben auch hier den übergeordneten Index dann unter Druck bringen, der von der Performance dieser Einzeltitel abhängig ist und dann eben entsprechend nochmal eine Beschleunigung auf der Unterseite nach sich ziehen, die dann auch ernsthaft hier in Gefahr bringt, diesen Aufwärtstrendkanal zu halten. Bis jetzt, wie gesagt, ist das eine solide Performance und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mich jetzt long positionieren wollte, dann würde ich jetzt noch nicht diesen Jump-In machen, aber ich würde zumindest mal mich auf die Lauer legen. Also ich würde mir heute dann zum Beispiel den Spider angucken, SPY an der Stelle, würde schauen, sehen wir einen starken Opening-Drive, können wir uns oberhalb von WeBop stabilisieren. Das könnte für mich ein Signal sein, mich long zu positionieren, aber nicht nur für den heutigen Tag, sondern das könnte für mich ein Signal sein, mich für eine Jahresendrallye zu positionieren, weil ich auch ein klares Level habe, gegen das ich hier riskieren kann. Das sind ungefähr die Tiefs von letzter Woche Freitag, 4.500 Punkte ist es ungefähr. Man könnte mir dann vorstellen, dass das dann eventuell der Start für eine Jahresendrallye ist.
Aber das setzt voraus, dass wir uns solide präsentieren. Und da müssen wir mal abwarten, auch wie sich jetzt hier zum Beispiel dann der erste Big Name, der da so ein bisschen in Schwierigkeiten zu geraten scheint, präsentiert. Ah, Schwierigkeiten, ich will es nicht überdramatisieren. Es war ein Damoklesschwert, das hing so ein bisschen über der Aktie schon die ganze Zeit. Und nun ja, jetzt könnte eventuell das noch unten sausen tatsächlich. Und zwar, es gab in dem September 2020 eine Ankündigung von Nvidia, dass man hier eine Akquisition des britischen Unternehmens Arm auf den Weg bringt. Arm kennt kaum jemand. Oh, Moment. Ist es Arm Limited? Oh. Guck mal ganz kurz. Ja. Gehört noch zu Softbank. Im September 2020 lief nämlich über den Ticker, dass es hier eine unglaublich große Akquisition seitens Nvidia geben soll. Und die ist unglaublich brisant deswegen, weil Arm zwar ein Unternehmen ist, was kaum einer kennt, aber mit Arm sind wir nahezu alle jederzeit eigentlich konfrontiert. Denn es ist nämlich hier, man kann es sehen, derjenige, welche Anbieter von IP-Lösungen im Bereich Mikroprozessoren, die dann über Lizenzen eben vergeben werden, beispielsweise an Apple, an Samsung, an Huawei und so weiter. Und die dann entsprechend eben mit hier von Arm ausgestatteten Mikroprozessoren beziehungsweise Lizenzen, die da entsprechend vergeben werden, ausgestattet sind. Was natürlich wiederum, jetzt ohne zu sehr in die Details zu gehen, an dieser Stelle der Produkte, die Arm anbietet, was natürlich unglaublich brisant ist, bei solch einem Giganten wie Nvidia ihn einfach mal darstellt, ausgehend von der breiten Aufstellung im Bereich eben Grafiktechnologie, Grafikdesign, künstliche Intelligenz und dergleichen. Und was eben dann durchaus auch deswegen brisant ist und deswegen ist das auch so ein Hickhack in Anführungsstrichen, weil es eben potenziell, so wird es ebenfalls von einigen Regulatoren und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Großbritannien oder beispielsweise auch in China oder in den USA gesehen, eben eine Gefahr darstellen könnte für die nationale Sicherheit der betreffenden Staaten. Weil Nvidia dadurch eben zu einem, in Anführungsstrichen, wirklich Tech-Giganten aufsteigen würde. Und nun ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Akquisition, die wird seit geraumer Zeit von Regulatoren torpediert, hat ein unglaubliches Potenzial für Nvidia selbst natürlich. Wie gesagt, weil man hätte ein Alleinstellungsmerkmal in dem Bereich, eine unglaubliche Macht. Und jetzt sieht es danach aus, als wenn dieser Deal scheitert. Also, dass die Regulatoren wirklich sagen, sorry Leute, aber keine Chance, den kriegen wir nicht durch, ausgehend von diesen Gegebenheiten. Und also, das bedeutet etwas anders formuliert, das könnte dazu führen, weil viele Marktteilnehmer auch die jüngste Performance dann in dem Zusammenhang in Nvidia ist da vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen gewesen. Wo haben wir sie denn? Habe ich nicht Nvidia hier offen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Plug, Ethereum, Bitcoin. NVDA. Okay. So, also ein Teil dieser sehr bullischen Vorstellung der Aktie, die hat vielleicht auch stattgefunden infolge dieser Erwartung, dass dieser Deal eben tatsächlich durchgeht. Die Aktie ist steil gegangen. Ja, man kann es, glaube ich, relativ deutlich erkennen. Nee, ich muss sagen, schon hier eigentlich, in Gefilden um $220 ungefähr, da war ausgehend eben von den Fundamentals die Aktie schon recht weit überdehnt eigentlich auf der Oberseite. Der erinnert sich vielleicht der eine oder andere. Wir hatten auch mal hier im September durchaus so ein Pull-in zum Thema gemacht gegen die 185er-Region, 180er-Region ungefähr, gegen die wir hätten uns vielleicht long positionieren können. Bedauerlicherweise sind wir knapp oberhalb wieder aufgedreht und dann kam es eben hier zu diesem starken Breakout-Beschleunigung auf der Oberseite, die auch mitgetragen wurde durch die Ankündigung des Metaverse, durch Zuckerberg von Facebook wiederum und dann kamen Spekulationen auf, welche Rolle da dann so ein Grafikgigant wie Nvidia spielen würde und so weiter. Prozessoren, die haben auch zum Beispiel an AMD getrieben auf der Oberseite, weil das muss ja auch irgendwie betrieben werden, diese Infrastruktur rund um das Metaverse. Also, aber unabhängig davon, die Aktie ist unglaublich steil gegangen und sieht jetzt diese potenzielle Enttäuschung, die wir eben durch diesen wahrscheinlich abgewiesenen ARM-Deal sehen. Und in dem Zusammenhang droht jetzt zumindest mal diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie hier und die 300er-Marke deutlich zu brechen. Das können wir jetzt schon bereits in der Vorbörse sehen, hier. Also, dieser Abgabedruck zum Schlusskurs von Freitag, nachdem wir ja schon unter Druck geraten waren. Also das heißt, infolge dieses übergeordneten Bildes konnte sich auch Nvidia jetzt diesem Abgabedruck des breiten Marktes nicht entziehen.
Und die Aktie, die ist jetzt schon in der Vorbörse deutlich unter die 300er-Marke gefallen. Es ist noch kein Ausverkauf, aber nichtsdestotrotz durchaus etwas, was Berücksichtigung finden sollte, weil Nvidia spielt im Gesamtkontext, im übergeordneten Markt eine ganz wesentliche Rolle. Und Abgabedruck hier, der kann auch zügig dann mal auf andere Bereiche überschwappen. Der kann auch durchaus in der Lage sein, beispielsweise auch mal eine Apple eventuell zu belasten. Und zwar nicht, weil da eine sehr stark positive Korrelation ist, sondern einfach, weil übergeordnet dann sich grundsätzlich so eine Risikoaversion beginnt zu etablieren, die dann eben auch in sogenannten Marketplace sich widerspiegelt. Und dann kommt der übergeordnete Markt eben ins Rutschen, weil der war sowieso schon relativ dünn oder nicht breit aufgestellt im Hinblick auf die Performance. Die würde größtenteils getragen eben von diesen Big Tech Names. Und wenn die jetzt ebenfalls beginnen, so ein bisschen sich holpriger zu präsentieren, dann haben wir eben nicht nur die untergeordnete oder die sowieso schon durchwachsene Vorstellung diverser Tech-Titel seit geraumer Zeit, sondern dann kommen jetzt auch noch die Big Techs ins im Straucheln und infolgedessen könnte sich dann durchaus ein schärferer Abgabedruck eben nochmal zeigen. Wie gesagt, das müssen wir abwarten, ob sich das Bild so herauskristallisiert. Man sollte es im Hinterkopf behalten. Im Hinblick auf den S&P nochmal ist so die 4500er-Region hier auf jeden Fall ein Schlüssellevel auf der Unterseite. Und wir sehen auch da, das ist CRV-technisch unglaublich interessant, einfach weil wir im Bereich der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung uns bewegen. Wir können uns hier stabilisieren, Region um die September-Hochs Pi mal Daumen. Im Nasdaq sieht das ähnlich aus. Also man sollte sich beginnen, auf die Lauer zu legen, wenn man das Ziel hatte, auf ein Jahresendrallye zu spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, mit einem Abstoßen gegen diesen Bereich könnte das Chance-Risiko-Verhältnis technisch sehr interessant werden. Setzt natürlich voraus, dass es übergeordnet ruhig bleibt. Setzt voraus an der Stelle, dass der Markt beginnt, sich so ein bisschen den Staub abzuschütteln, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall etwas, was man jetzt beginnen sollte, auf dem Schirm zu haben. Auf der Kehrseite, Break unter dieser Abwärtstrendlinie und deutlicher Schluss unterhalb von 4.470 Punkten würde weitere Abschläge denkbar machen, die uns sogar noch bis 4.200 Punkte führen. Das würde auch korrespondieren, folgerichtig im DAX mit einem Abschlag wahrscheinlich in Richtung und auch unter die 15.000er Marke. Ich tendiere aber aktuell mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eher zum bullischen Setup. So, das also zum Equities-Bereich. Doku können wir noch mal ganz kurz machen zum Abschluss hier. Doku natürlich einen ganz schwachen Tagesverlauf gesehen, schließt im Bereich der Tagestiefs, also potenzieller Kandidat für ein Second-Day Play. Wenn es nicht gelingt hier, dass wir deutlich über die 135 zurücklaufen, könnte da durchaus nochmal ein Lauf in Richtung 130 und Fall drunter tatsächlich stattfinden. Also Doku möchte ich eher von der Short-Seite derzeit auf jeden Fall weiter spielen. Oder nicht Sympathy Play, sondern Erfahrung rundum. Zoom beispielsweise, Peloton, also Kandidat für einen kurzen Bounce, ja, aber im Gesamtumfeld vielleicht sogar noch eher dafür prädestiniert, eher weiter auf der Unterseite zu performen, trotz des stark überdehnten Modus auf der Unterseite. Man sollte im Hinterkopf haben natürlich diese erhöhte sogenannte Institutional Ownership, Doku, die nämlich natürlich Chance-Risiko-Verhältnis technisch das ist deutlich unattraktiv werden lässt für diese Big Player hier, die ganz wesentlich zu diesen Abschlägen beigetragen haben werden und ihre Position schon deutlich reduziert haben werden, dass diese eventuell sagen, naja, wir treten mal einen Schritt zurück und jetzt infolge des abnehmenden Abgabedrucks oder Angebots an der Stelle kommt es mal zu einer Gegenbewegung. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber jeder Bounce gegen ein technisch relevantes Level, also im optimalsten Fall sehen wir vielleicht nochmal einen Bounce hier in Richtung dieser 185, 190er Region. Allerdings war das schon ziemlich optimal, weil wir müssen mal überlegen, das sind $50 Gegenbewegung auf eine 130-Dollar-Aktie. Also reden wir von fast 50%. Ob das im derzeitigen Umfeld realistisch ist? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich hätte dieses Level auf jeden Fall mit einer übergeordneten Alarmlinie vielleicht. Die würde ich mir in den Chart legen und würde sagen, sollten wir solch einen Bounce sehen, dann würde ich spätestens gegen die Region wieder stärkeren Abgabedruck erwarten, der uns dann vielleicht sogar tiefere Tiefs beschert und zwar dann kommendes Quartal. Also das heißt im neuen Jahr eben tatsächlich. So, das noch ganz kurz zu Doku. Natürlich ein Blick auf Bitcoin. Selbstverständlich. Also hier, da ist der Handel übers Wochenende natürlich ausgeblendet. Deswegen können wir den hier nicht erkennen. Wir gehen mal kurz auf den Bitcoin-Chart. Moment, wo habe ich ihn? Da. Also, da kann man es, glaube ich, dann doch recht klar und deutlich erkennen. Ich hatte grundsätzlich ein bullisches Bild skizziert gehabt, aber dieses bullische Bild hat es nicht werden sollen. Wäre auch ein Breakout-Szenario übrigens gewesen. Also das heißt, das ist nicht getriggert worden oder sonst dergleichen, sondern wir sind, können wir ganz kurz auf der Stunde zeigen, Long wäre gewesen, wenn wir
hier über die 59 zurückgebrochen wären. Aber dieser Breakout ist nie, hat nie stattgefunden. Und dann riskieren gegen diese Tiefs hier um 56.000. Und der Bo hat aber nie stattgefunden. Und demnach, demnach müssen wir uns jetzt ein bisschen weiter auf der Unterseite eben tatsächlich orientieren. Short war für mich oder ist für mich auch weiterhin in Bitcoin erstmal keine wirkliche Lösung. Aber wir sollten in dem Zusammenhang hier auch da das übergeordnete Bild nicht ignorieren und berücksichtigen. Und auch die Möglichkeit, dass eben das hier nicht nur die Möglichkeit, sondern das ist bekannt, dass es massive Zwangsliquidationen gab. Das konnte man über diverse Kanäle, soziale Medien, konnte man das lesen. Das hat, ich glaube, 400.000 Kunden oder sowas oder Bitcoin-Trader oder Krypto-Trader generell wohl betroffen, die im mehrstelligen Milliardenbereich zwangsliquidiert worden sind. Also Stichwort Margin Calls an dieser Stelle, die da eben getriggert worden sind und die dann auch massiv mit in diesem dünnen Umfeld übers Wochenende natürlich zu diesem Abgabedruck beigetragen haben. Nun ist es eben so, ja, wir haben eine starke Gegenbewegung zu sehen bekommen. Also wir sind nochmal bis in den Bereich hier dieser September-Tiefs gelaufen, konnten den zunächst einmal halten. Ich würde allerdings aktuell sagen, ich erwarte ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Stunde, ich erwarte realistisch nochmal einen Retest dieser Tiefs. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die halten können. Also ich kann mir durchaus vorstellen, und das gilt, solange wir hier die 50.000 eigentlich rund gesprochen, also wir sind die nicht ganz zurück angelaufen, solange wir dieses psychologisch relevante Level $50.000 nicht zurückerobern können, besteht hier eine ernsthafte Gefahr, dass wir nochmal diesen Bereich um diese Tiefs um 42.000, vielleicht auch ein Stück weit tiefer, 40.000 eben anlaufen. Wenn wir die dann halten können, wäre das CRV-technisch sehr interessant. An dem Moment, wo wir die 50 zurückerobern würden, bevor wir diesen Drop nochmal in diese Gefilde zu sehen bekommen, sobald wir über die 50.000er Marke laufen und oberhalb schließen können, bin ich wieder bullish. Ich glaube, dann war es das zunächst einmal. Derzeit, wie gesagt, würde ich mich aber noch zurückhalten, CRV-technisch. Also wenn ich nicht hier zufälligerweise ein Abfischlimit irgendwo um 42 positioniert gehabt hätte, wo ich dann auf diesen Bounce zu sehen bekommen habe, würde ich jetzt derzeit nicht long sein wollen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es nochmal einen Test dieser Tiefs gibt. Was allerdings Makulatur wäre, sofern wir über die 50.000er Marke eben tatsächlich zurücklaufen. So, ja, das zu Bitcoin. Ethereum ebenfalls. Auch hier kann man, ja, heute Nacht, Moment, ich guck mal kurz, Vierter. Ach so, oh, Moment, schaut mal hier, über Nacht gehandelt. Also hier ist der Nachthandel tatsächlich möglich in Ethereum. Da sieht man nämlich dann auch diesen Crash. Interessant finde ich im Hinblick auf Ethereum, dass wir haben diese Trendlinie zwar kurz sehr deutlich brechen können, aber dann deutlich zurückhaben kaufen können. Also und jetzt hier derzeit in einem Schlüsselbereich möchte ich mal fast nennen, das ist so dieser Bereich um 3.950, 4.000, so Pi mal Daumen, dass wir in diesem Bereich eben uns derzeit stabilisieren können. Das müssen wir mal abwarten, ob der halten kann, aber ein Tagesschluss oberhalb von 4.000 könnte ein Signal sein, dass wir hier tatsächlich auf der Unterseite schon fertig sind und dann relativ zügig es wieder in Richtung eben dieser Hochs geht, also $4.800 und höher. Also Ethereum ist weiterhin potenzieller Geheimkandidat oder Geheimfavorit meinerseits im Kryptobereich, ausgehend von der Vielzahl an mehr Möglichkeiten im Kryptobereich eben Ethereum zu nutzen als Bitcoin eben tatsächlich. Also das ist durchaus von Interesse, jetzt beim Halten eben der 4.000er Marke, weil das auch ein Zeichen relativer Stärke in Relation zu beispielsweise Bitcoin wäre, der sich ja aktuell zumindest schwer tut, die 50.000er Region zurückzuerobern. So, ja, das also noch zu Ethereum. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Gold haben wir noch nicht betrachtet, deswegen werfen wir mal einen Blick drauf. Ich finde die Performance sehr durchwachsen, ehrlich gesagt. Weil eigentlich übergeordnet das Bild. Da kommen wir jetzt mal kurz zu den Non-Farm-Pairs. Die haben wir noch gar nicht nachbetrachtet. Weil das, was uns Gold hier präsentiert, extrem schwach ist. Ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wer oder was da die Kette angelegt hat. Aber das sieht nicht wirklich gut aus, was uns Gold hier präsentiert. Wir haben zwar dieses Szenario gesehen, was ich skizziert habe, wo ich sagte, wenn die NFPs schwächer sind, dann kann ich mir vorstellen, dass wir zumindest über die 1780 laufen und in die higher 1780er Gefilde anlaufen, also irgendwas zwischen 785, 790. Aber wir sehen keinen Follow-Through. Wir sehen keinen Follow-Through und der sollte uns wirklich beunruhigen. Also ganz kurz zu den NFPs von letzter Woche Freitag. 210.000 neu geschaffene Stellen, Exagrar. Hier erwartet wurden 550.000, also deutlich unter der Erwartung.
überrascht uns nicht ganz, ne? Also ich hatte gesagt, ich habe so eher die Tendenz, dass es hier einen schwächeren Print gibt, weil man muss ja auch ein fundamental gerechtfertigtes Bild haben, weiter geldpolitisch expansiv sich zu präsentieren, trotz anziehendem Inflationsdruck, den wir eben sehen. Und das war ja das, was ich letzte Woche schon sagte, was nicht zusammenpasste. Also wenn ich Jay Powell am Montag letzte Woche höre und dann erzählt er was von wegen Omikron, Gefahr für die US-Wirtschaft und so weiter und geldpolitisch expansiv, und das macht sich auch bemerkbar hier zum Beispiel im Fed-Watch-Tool. Da muss man ganz kurz gucken. Kann man das hier schon sehen? Nee. Nee. Müssen wir morgen mal gucken. Vielleicht kann man das dann noch ein bisschen besser erkennen, weil es relativ spät im Abend war. Deswegen ist das hier nicht zwangsläufig widergespiegelt. Und dann am darauffolgenden Tag spricht er plötzlich von einem extremeren restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed. Dann muss ich sagen, irgendwas passt da nicht zusammen, beziehungsweise es macht so den Eindruck, als wenn er eben die dort Fragen stellenden Politiker vom Kongress oder vom Senat dann entsprechend eben besänftigen möchte. Ja, man hat es auf dem Schirm, ja, man plant etwas dagegen zu tun, und dann eben in dieser Konstellation ein schwächerer Arbeitsmarktbericht gerade recht kommt, weil man kann sagen, naja, müsst ihr euch jetzt entscheiden. Also sollen wir wirklich in eine sich schwächer darstellende wirtschaftliche Situation Anleiheaufkäufe reduzieren, unseren geldpolitischen Stimulus wirklich zurücknehmen und das Risiko vielleicht einer dann deutlich tiefen Rezession provozieren? Oder wollen wir vielleicht an der Stelle sagen, ein bisschen Inflation schadet nicht, besonders wenn sie eben dem übergeordneten Ziel dient, die US-Wirtschaft weiter zu stabilisieren? Also das wäre so die simple Argumentation, die man ins Feld führen würde. Wir alle hier unter uns, die sich lange mit den Märkten beschäftigen, wissen, dass das ein ziemlich fadenscheinige Argumentation wäre, aber für Politiker, die jetzt nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte sind, wird es wahrscheinlich sogar ausreichen. Und nun ja, nunmehr ist es dann in dieser Konstellation einfach so, es kommen diese schwachen Zahlen rein. Wir sehen infolgedessen ergänzend hierzu auch den Risk-Off-Modus übergeordnet. So. Sehen, dass zehnjährige Zinsen, man kann das, ich guck mal kurz, hier, ja, man kann das relativ gut erkennen. Ja, relativ gut erkennen. Naja, geht so. Einen Moment. Einmal hier, 5-Minuten-Chart. Ja, wir sehen einen kurzen Flashout auf der Unterseite. 1,4 drehen dann interessanterweise auf, nur um in den Abend hinein. Also das war initial eine interessante Reaktion, ehrlich gesagt. Also ich hätte ehrlich erwartet, dass wir sofort Abgabedruck sehen. Vielleicht hat man hier in dieser Konstellation die anziehenden Zinsen sind dem Umstand zu schulden. Das sind zwar nicht die reinen NFP-Zahlen, aber ich hatte ja auch gesagt, Average Hourly Earnings zum Beispiel. Ah, hier und hier weiß ich nicht. Das ist nicht so günstig, glaube ich. Hier nehmen wir mal einfach Monthly-Zahlen. Dass man hier vielleicht irgendwie einen schwächeren Print erwartet hat, irgendwie im Bereich der Erwartung veröffentlicht worden, Month on Month, also durchschnittlichen Stundenlöhne, die ja natürlich dann implizieren, dass Geld gezahlt wird, welches in der Lage ist, in einer sich erholenden Wirtschaft entsprechend Inflationsdruck auf den Weg zu bringen. Also was auch immer der Grund war, in diesem Risk-Off-Marktumfeld, dann am Freitag hat es dazu geführt, oder beziehungsweise sind wir dann wirklich auf tiefere, deutlich tiefere Tiefs gefallen. Und das sind eben die niedrigsten Niveaus gewesen, die wir dort im Zinsbereich markiert haben seit hier September. Also das heißt, bis in Gefilde um 1,33% gefallen. Deutlicher Abgabedruck, der sich widerspiegelt bei zeitgleich anziehender Inflation, heißt eine deutlich negative Realverzinsung, heißt stagflationäres Umfeld mindestens, beziehungsweise ein für Gold oder Edelmetalle generell unglaublich starkes Umfeld. Also du erwartest eigentlich da eine bullische Outperformance. Punkt. Ja, das ist das, was du erwartest. Und dass wir die nicht zu sehen bekommen, sondern dass wir hier zwar einen bullischen Push sehen, also man kann es ja erkennen, wenn wir uns hier den 5-Minuten-Chart anschauen, 14:30 Uhr, da kommt ein kurzer Spritzer auf der Oberseite, konsolidieren seitwärts, naja, so wirklich spektakulär ist das nicht, aber dann kommen die Zinsen unter Druck, Risk-Off kommt in den Markt, und dann konnte Gold im Gesamtkontext eben hier die 1780er-Marke zurückerobern. Aber das ist genau der Punkt, das ist einfach schwach. Also das ist einfach schwach, was Gold hier aktuell fabriziert, was auch immer der Grund ist. Also ich denke, übergeordnet spricht global makroökonomisch alles dafür, Gold extrem bullisch performen zu sehen. Wer auch immer da die Hand drauf hält, es scheint ein substanzieller Marktteilnehmer zu sein, so möchte ich es mal vielleicht bezeichnen. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, technisch hat sich das Bild nicht verändert. Eine Rückeroberung, ganz besonders hier der 810, also dieser Niveaus, die wir letzte Woche vorletzte Woche war es, vorletzte Woche im Bezug, also am Freitag, dünnes Marktumfeld, Thanksgiving, Black Friday und dann diese Omikron-Variante. Das könnte das Bild
erstmalig aufhellen, aber derzeit sieht es einfach nicht danach aus, dass dieser Bereich hier attackiert wird, vielleicht in den kommenden Tagen. Also heute ist der Wirtschaftsdatenkalender in den USA sehr dünn. Da sehe ich keinen wirklichen Grund, hier diese Bullishness zu sehen. Besonders wenn jetzt auch vielleicht der Markt beginnt, in eine Korrektur oder Erholung überzugehen. Das ist ja durchaus eine Option, auch im Hinblick auf das, was ich im Equities-Bereich skizziert habe. Könnte man sagen, das wäre eigentlich nochmal ein Grund, dann in Bezug auch auf Gold eher skeptisch zu sein und eher Gold abzustoßen. Müsste man auch schauen. Also wie gesagt, technisch, ich möchte derzeit nicht long sein in der Gesamtkonstellation. Ich denke da frühestens drüber nach, wenn wir die 800, ganz besonders die 810 hier in der Lage waren, zurückzuerobern. Das wäre für mich ein Zeichen, okay, jetzt kommt eventuell doch mal ein bisschen Interesse auf, beziehungsweise Nachfrage in den Markt. Derzeit ist das einfach ein recht schwaches Bild, was eher die Wahrscheinlichkeit nochmal erhöht, dass wir auf der Unterseite uns in Richtung der 1750er Region, beziehungsweise vielleicht sogar hier in Richtung der September-Tiefs, Oktober-Tiefs, das ist so Region 1720, 1730 US-Dollar pro Fein uns orientieren. So, ja, das wäre es soweit meinerseits gewesen. Oh, DAX, jetzt gucken wir mal hier, 1,52. Mal gucken. Also wie gesagt, 15.000er Region ist durchaus im Bereich des Möglichen unterhalb der 15.2. US-Märkte, S&P hier kann man auch sehen, marginal grün, Tech wieder stärker unter Druck aktuell. Wir sind vielleicht noch nicht fertig, also Vielleicht kommt nochmal stärkerer Abgabedruck, dem sich dann auch eventuell der DAX dann früher oder später nicht mehr entziehen wird können. Naja. So. Oh, vielen Dank. Mika, ich sehe gerade, das ist jetzt schon ein paar Minuten her, aber ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Die Frage, ja, ich hatte ein sehr erholsames, schönes Wochenende. Vielen Dank. Ich hoffe, du auch, ihr auch. Hoffe, ihr habt euch ein bisschen erholen können. In dem aktuell doch verhältnismäßig wahnsinnigen Umfeld, in dem man sich irgendwie gefühlt wiederfindet. Ja. Dann wäre es das soweit meinerseits für heute gewesen. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr weiterhin darüber informiert werden wollt, wenn neue Videos hier einlaufen, lasst gerne ein Like hier. Und nutzt gerne die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, sei es unterhalb des Videos, seien es Fragen, wie gesagt, in der Trading-Chatbox über meine Webseite, über die Discord-Community, wo wir dann natürlich heute die Plays vorstellen werden. Nvidia potenzieller Kandidat, wie gesagt, DocuSign, ein ganz interessanter Kandidat. Wirtschaftsdatenkalender, oder beziehungsweise, Verzeihung, nicht Wirtschaftsdatenkalender, Earnings-Kalender, sehr dünn. Also das wird jetzt immer dünner. Vielleicht nochmal, gucken wir mal, es ist trading-technisch nicht mehr ganz so attraktiv, vielleicht relativ spready, aber vielleicht am GameStop. Durch das entsprechende Interesse seitens der Retail-Trader, dann allerdings erst Mittwoch nachbörslich, also frühestens am Donnerstag werden wir wahrscheinlich da einen Blick drauf werfen. Ja, und dann bleibt meinerseits nichts weiter zu sagen, als habt noch einen schönen Nikolaus und wir hören uns morgen wieder. 10.30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets hier im YouTube-Kanal von Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.